Jesus sagt, euer Präsident tut, was niemand für möglich hielt. 1. Januar 2018, Worte von Jesus an Schwester Claire, übersetzt und gesprochen von Jackie. Claire begann: O Herr, dies ist ein solcher Kampf. Ich hungere so danach, von irgendeinem Fortschritt zu hören. Jesus antwortete: Je mehr du dem zuhörst, umso schlimmer wird es dir gehen. Aber kann ich nicht nur ein paar wesentliche Anhaltspunkte haben? Sie werden nur Lust auf mehr machen. Aber du kannst mir damit helfen, nicht wahr? Ich weiß, dass dieses Wissenwollen Stolz fördert, richtig? Bitte, Jesus, hilf mir zu verstehen. Kannst du mir helfen, diesen Drang zu brechen? Ich bin manchmal so gefangen darin, dass ich mich auf nichts anderes konzentrieren kann. Ich habe dir aber meistens gehorcht und bin den Nachrichten ferngeblieben. Bist du das? Nun, meistens ja, außer vom Twitter-Konto des Präsidenten, richtig? Du hast dein Engagement massiv reduziert und ich verstehe deine Neugier. Aber ich möchte, dass du dem Geist nachlebst, nicht dem Fleisch. Nicht nach dem Fleisch von anderen Menschen. Und es ist voll von dunklen, widerlichen Bildern, die in deinem Kopf hängen bleiben. Oh, ich will unbedingt mehr Reinheit für dich, meine Liebe. Mehr Reinheit, Claire. Nicht, dass du dich von der Dunkelheit nährst. Ich verspreche dir, dass ich dir das Wissen zukommen lasse, welches du wissen musst, um weiterhin beten zu können. Würdest du nicht lieber eine Last von mir bekommen, als möglicherweise falsche Informationen von ihnen? Nun, das ist wahr, das würde ich viel lieber. O bitte, Herr, übermittle mir jene Last. Das ist auch das, was ich will, aber meine Frage ist, wirst du zufrieden sein oder wirst du mehr wollen? Ich werde es vermutlich irgendwo in den Nachrichten sehen wollen, als eine physische Bestätigung. Aber wie viele Male gingst du suchen und hast nichts gefunden, außer Dunkelheit? Oft, meistens. Das ist, was ich meine. Was ich dir gebe, ist nicht öffentlich bekannt. Was ich dir gebe, ist das, worauf ich möchte, dass du dich in deinen Gebeten konzentrierst. Denn dort planen wir den nächsten Schritt und Durchbruch. Du bist sehr gut informiert, weil die Quelle deiner Informationen unfehlbar ist. Ich möchte, dass du lernst, damit zufrieden zu sein und nicht schwach zu sein und der Neugier nachzugeben wie die schwachen Seelen. Seufz. Nun, darin bin ich schuldig. Meine Mutter gab der Neugier nicht nach. Sie wusste, dass ich ihr sagen würde, was sie wissen musste. Und nach dem, was sie nicht wissen musste, hatte sie kein Verlangen, es zu wissen. Das ist die Art Vertrauen und Heiligkeit, wie ich es von dir brauche. Okay, ich werde wirklich versuchen, den Medien fernzubleiben, wenn ich auch sehen will, was unsere Gebete bewirken, besonders jene für die immer noch schlafende Bevölkerung von Amerika, die keine Ahnung hat, wie böse ihre Politiker sind. Und ich weiß, dass du es tun wirst aus Liebe zu mir. Ich weiß, dass du mich erfreuen willst.
Ich höre dich, wie du ein Wort empfängst. Würde das Jesus freuen? Und ich sehe, wie du sagst, nein, das würde es nicht. Und dann lässt du es los. Das ist so verdienstvoll und ich sehne mich nach mehr Verdiensten deinerseits, da ich deine Gnade ausdehne. Je schneller du das in den Griff bekommst und ablehnst, deiner Neugier freien Lauf zu lassen, wirst du große Fortschritte machen. Wenn du der Neugier nachgibst, gibst du der Dunkelheit und der Welt nach. Du lässt zu, dass dies in deine Gedanken und in dein Herz eindringt. Dann wirst du befleckt und schmutzig von der Verseuchung. Es hemmt deine Gebete und dein Wohlgefühl, was zutiefst gestört wird von Bösem. Ich hätte lieber, wenn du dir das nicht anschaust und davon verseucht wirst. Das ist, was ich meine. Langfristig wirst du sehr glücklich sein, dass du die Dämonen der Neugier aus Liebe zu mir abgewiesen hast. In der Tat sehr glücklich. Immer mehr von mir als deine Quelle und immer weniger von der Welt. Es sei denn, dass ich dir etwas bringe und du spürst die Freigabe, es ansehen zu dürfen. Nun, ich habe festgestellt, dass ich immer weniger das Verlangen hatte zu beten und immer mehr herausfinden wollte, dass ich anstatt deine Gebetslast zu schultern, lieber zu meinen E-Mails rannte, um zu sehen, ob es da etwas Neues gab. Und trotzdem bringe ich jene Bitten zu dir mit einem schweren Herzen und ich erwarte, dass du mit ganzem Herzen darauf reagierst, wenn ich es tue. Und es betrübt mich, wenn du es nicht tust. Du gehst daran vorbei für aufregendere Neuigkeiten, wo ich dich gebraucht hätte, dass du dich wirklich darum kümmerst, was ich dir gebracht habe, was aber von deinem Lieblingsthema abwich. Es tut mir leid, Herr, das ist so falsch. Aber dies ist, wie das Fleisch die Oberhand gewinnt. Jene brennende Neugier und der Antrieb, wissen zu müssen, veranlasst dich, Dinge zu ignorieren, die für mich wichtig sind, Dinge, die gewöhnlicher sind. Du würdest wohltun, wenn du dies drosseln würdest, meine Liebe. Es ist eine Schwachstelle in dir. Eigentlich ist es eine Falte auf deinem Hochzeitskleid, da es langjährige Gewohnheit ist. Flecken passieren, wenn du dich dem Schmutz und der Verseuchung weltlicher Sünden aussetzt, außer es geschieht, um dich für eine bestimmte Arbeit vorzubereiten. Und selbst dann musst du ein geistiges Bad nehmen, wenn du davon zurückkommst, da es sehr hässlichen Schmutz und einen üblen Geruch auf deiner Seele hinterlassen hat. Ja, dies gilt für alle Herzbewohner. Verbringt keine Zeit damit, verweste und verdorbene Materie auszugraben. Berührt es ein wenig und macht weiter. Es ist besser für euch alle, dass ihr euer Verständnis von mir und nicht von der Welt bekommt, welche die Dinge in einer lähmenden und verfälschten Art und Weise darstellt, um euch eine gewisse Haltung zu entlocken. Sie verbiegen eure Gedanken mit Lügen und manipulieren eure Denkweise, damit ihr das tun werdet, was sie wollen, was meistens bedeutet, unsicher und unruhig zu sein. Alles davon ist dämonischen Ursprungs. Dies ist der Grund, warum ich euch bitte, euch von den Medien fernzuhalten. Auch die alternativen Nachrichtenkanäle haben den Dreh raus, euer Interesse zu wecken, damit ihr immer wieder zurückkommt und sie unterstützt. Da ist eine ziemliche Manipulation involviert in der Präsentation, wenn ich lieber hätte, dass ihr die effektiven Fakten seht und eine neue Last von mir bekommt und weiterbetet.
Herr, hast du irgendetwas betreffend das neue Jahr? Das tue ich, meine Liebe, aber dies ist nicht die Nacht, um es zu teilen. Ich möchte, dass ihr für das amerikanische Volk betet, damit sie endlich ihre Augen öffnen werden. Betet, dass die Blindheit, die sich über ihre Augen gelegt hat, verschwinden wird. Betet, dass sie die Wahrheit über ihre Parteilinien hinaus suchen werden. Betet gegen den Feind, der sie ignorant und feindselig halten will gegenüber eurem Präsidenten, der das tut, was niemand für möglich gehalten hat. Betet weiterhin für Gerechtigkeit, meine Lieben. Vor dem Präsidenten steht eine gewaltige Aufgabe, die bis in den Frühling und Sommer dieses Jahres viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Was er aufgedeckt hat, ist so weitreichend, dass es mehrere Monate dauern wird, um die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen. Ich bin stolz auf euch, Herzbewohner. Viele von euch haben gelitten und sind mit ganzem Herzen in eure Gebete eingedrungen. Glaubt mir, mein Vater hat große Freude an euch und ihr habt eine gewaltige Arbeit für das Königreich Gottes getan. Aber es gibt immer noch viele Gefangennahmen und Strafverfolgungen und das muss getan werden. Und viele werden versuchen, es durch Intrigen zu umgehen oder behaupten, dass sie tot sind, um dann an einen verborgenen Ort zu verschwinden. Ich möchte, dass ihr Einfluss beendet wird und dafür müssen sie gefangen und geprüft werden. Betet!